ich habe eine große Freude, Frau Lebedjew. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Perfekt, vielen Dank. Radiomoderatorin bei Detektor FM, ein Privatradio in Leipzig und aus Leipzig, sehr herzlich zu begrüßen und möchte Ihnen erstmal, weil ich finde, Ehre, wem Ehre gebührt, ganz besonders zum Gewinn des Deutschen Radiopreises gratulieren. Genau, vielen Dank. Ja. Ja, das war eine sehr aufregende Kiste, haben wir gerade erreicht, genau. Ja, und wir machen das jetzt so ganz langsam, dass wir anfangen, aber wir müssen starten, weil das nächste Panel wartet nicht. Ich übergebe Sie an Ihre vier Herren und verlasse die Bühne. Ich wünsche ein gutes Panel. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir können Sie jetzt gleich aus dem Mittagstief locken mit der Wärmewende. Das Thema ist, die Wärmewende beginnt im Heizungskeller. Gas, Öl, Strom, Wasserstoff. Wie sieht denn die zukünftige Wärmeversorgung aus? Sie haben es gerade gehört, ich bin Ina Lebedjew. Ich bin seit ein paar Monaten hier in Leipzig Redaktionsleiterin von Detektor FM und komme ursprünglich vom Norddeutschen Rundfunk, habe mehrere Jahre lang Umwelt- und Naturschutzthemen gemacht und bin jetzt Host des Klimapodcasts Mission Energiewende. Das bringt mich auf dieses Podium, damit Sie kurz wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und bevor wir gleich anfangen und ich Ihnen die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstelle, würde ich ganz gern kurz gucken, wo stehen wir eigentlich? Also die Wärmewende weg von den fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energieträgern wie Sonne, Wind und Wasserkraft. Das ist auch noch ein langer Weg. Heute habe ich gelesen, stammen 85% der Energie, die in Deutschland verbraucht wird, noch aus Kohle, Öl und Gas. Und natürlich spielt eine ganz wichtige Rolle die Wärme, Raumwärme, Prozesswärme, Warmwasser. Zwischen 50% und 80% des Energieverbrauchs in deutschen Haushalten machen Wärme aus. Naja, und dann haben wir natürlich, das wissen Sie alle, große Ziele vor uns. Die Bundesregierung will bis 2045 die Treibhausgasemissionen auf Null senken und bis 2050 sollen alle Gebäude in Deutschland annähernd klimaneutral sein. Genau. Und wie wir da hinkommen, das besprechen wir jetzt mit den Gästen dieses Podiums. Ich fange mit der einen Dame an, Ladies First. Es sind nur noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl, deswegen ist sie jetzt zugeschaltet. Dr. Ingrid Nestle, diplomierte Wirtschaftsingenieurin, die sitzt für die Grünen von Schleswig-Holstein aus im Bundestag und ihre Themen sind Klimaschutz, Energiewende, Wasserstoff. So, und jetzt habe ich nicht nur Lichter im Gesicht, sondern das erste Gesicht auch als Gegenüber. Hallo, Frau Nestle. Moin, danke für die Einladung. So, dann haben wir Professor Dr. Markus Krabbes von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, von der HTWK. Er ist von Hause aus Informationstechniker, hat er mir gesagt, und arbeitet auch an der Schnittstelle zur Elektrotechnik, hat eine ganz spannende Erfahrung und ein Projekt mitgebracht, über das wir dann gleich sprechen werden. Genau. Der nächste ist Fabian Schmitz-Gretlein von Fissmann Climate Solutions SE. In ihrem Unternehmen geht es um Heizung, Gas, Brennwerttechnik. Und ich hatte gelesen, 12.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 74 Ländern arbeiten an weltweiten Energielösungen mit dem Fokus Effizienz, Kosten sparen und Ressourcen schonen. Hallo. Und wir haben als nächstes noch Dr. Stefan Tenge. Er ist Technikvorstand beim Energieversorger Avacon in Helmstedt in Niedersachsen. Auch ein Unternehmen mit 67.000 Kilometern Stromnetz und 21.000 Kilometern Gasnetz und einem Versorgungsgebiet von der Nordsee bis nach Südhessen. Herzlich willkommen. Und zu guter Letzt Dr. Kai H. Warnecke. Er ist studierter Jurist, Präsident von Haus und Grund in Deutschland, dem Zentralverband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Deutschland. Und ich würde jetzt Sie ganz gerne bitten, damit wir gut einsteigen und wissen, wo Sie stehen mit Blick auf die Wärmewende. Wo knackt es Ihrer Meinung nach? Was ist wichtig? Worüber wollen wir sprechen? Frau Dr. Nestle, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Also ich glaube, wenn wir über das Thema Wärmewende sprechen, ist es erstmal ganz wichtig, dass wir jetzt zeitnah Investitionssicherheit und Planungssicherheit in den Bereich reinbekommen. Ich werde tatsächlich auch immer wieder von Stadtwerken angesprochen, die sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie investieren, ja, aber wir wissen ja gar nicht, in was. Ist das jetzt Wasserstoff oder ist das jetzt Strom? Und aus meiner Sicht wird tatsächlich Strom, wird die Wärmepumpe, die natürlich kombiniert mit einem Wärmespeicher, die Stromspitzen aufnimmt, eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, im Neubaubereich sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig, deswegen würde ich da jetzt relativ schnell drüber wegspringen und sagen, da kann man auch noch mit Eisspeicher die Kühlung auch noch gleich mitorganisieren. Die Frage ist ja, wie kriegen wir den Bestand hin? Und auch da wird aber meiner Prognose und auch, sagen wir mal, den Studien, die wirklich 100% erneuerbare abbilden, habe ich das Gefühl, sind die am schlüssigsten, die sagen, ja, da wird die Wärmepumpe eine ganz große Rolle spielen. Was auch schon gleich zeigt, dass natürlich auch die Effizienz, ja, eine ganz große Rolle spielt, weil wir einfach nur den heutigen Hausbestand mit Wärme und seien es auch Wärmepumpen mit einem guten Wirkungsgrad und seien es auch, dass die Wind- und Sonnenspitzen aufnehmen, aber es einfach nur heizen, dann wird das schon schwierig, da die notwendigen Mengen zur Verfügung zu stellen. Sie haben es ja gerade geschildert, dass es ein sehr, sehr großer Bereich des Energieverbrauchs in den Haushalten ist. Und deswegen gehört das einfach dazu. Und ich bin immer überzeugt davon, dass da auch noch viel mehr geht, ja, auch im Altbau, also auch im Bestand. Man kann sich einfach nur das Beispiel der ABG Frankfurt angucken, ja, also eine große Wohnungsgesellschaft aus Frankfurt, die arbeiten im Neubau, aber auch in der Sanierung, arbeiten die mit Passivhausstandards. Das ist ehrlich gesagt mehr, als wir Grüne fordern. Das ist ja schon fast ein bisschen peinlich. Also genau, wir sind quasi großzügiger, was noch die restlichen Verbräuche angeht, als diese Gesellschaft es in der Praxis schon umsetzt. Und das auch finanziell völlig zu angemessenen Preisen. Also hat da kein Verlustgeschäft draus. Ja, da bleiben natürlich trotzdem auch noch irgendwelche Bereiche, die schwierig sind. Ja, es wird nicht 100% Wärmepumpe sein. Ich denke, auch Biomasse wird dann wahrscheinlich noch einen gewissen Bereich abdecken. Also vielleicht, wenn man gerade im denkmalgeschützten Bereich ist oder aus sonstigen Gründen irgendwelche Gebäude hat, die besonders schwer zu sanieren sind. Und dann wird das auch noch mit reingehen. Tendenziell kommt es mir unwahrscheinlich vor, dass Wasserstoff eine große Rolle spielen wird, einfach weil er zu teuer ist. Ja, er wird immer teurer sein als Strom. Und wenn wir bei Strom schon sehen, wie wichtig die Effizienz ist, um das alles hinzubekommen, dann müssten wir bei Wasserstoff noch viel effizienter werden, weil man ja viel mehr Strom braucht, um die gleiche Menge Wärme aus Wasserstoff zu produzieren, als wenn man den Strom direkt verwendet. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass man das alles einfach wird importieren können. Ja, also ich bin absolut dafür, dass wir importieren, auch Gase aus anderen Ländern. Wasserstoff ist aber schwer zu transportieren und wird nicht plötzlich spottbillig dadurch, dass man ihn importiert. Ja, die Transportkosten sind ja auch relevant. Es wird aus den Nachbarstaaten, denke ich, relativ kostengünstige Importe geben, aber das werden nicht solche großen Mengen sein, dass man die einfach in den Heizungsbereich schieben kann. Von weiter weg kommt dann vielleicht sogar schon eher wieder Ammoniak. Das kann man irgendwie im industriellen Bereich gut handeln, bei Kraftwerken wahrscheinlich auch. Ich würde es aber nicht unbedingt in Privathaushalte geben, weil es ja auch ein giftiger Stoff ist. Insofern ja, ist meine Prognose klares Prä für Strom und mein politischer Wunsch, dass wir Planungssicherheit schaffen, dass endlich mal klar gesagt wird, wo es hingehen soll, weil ich glaube, das braucht die Wirtschaft, um zu investieren. Danke. Vielen Dank. Ich gebe zu, wir haben ein bisschen, ich gebe das kurz an die Technik, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, das hier oben auf der Bühne sehr gut zu verstehen. Vielleicht können Sie das im Laufe der Runde gleich nochmal ein bisschen anpassen, damit wir gut reagieren können, weil sonst ist diskutieren schwierig. Herr Dr. Krabbes, Herr Professor Dr. Krabbes, Entschuldigung, wie sieht es bei Ihnen aus? Warum sind Sie hier heute auf dem Podium? Ja, weil ich eingeladen wurde. Bin ich zu verstehen jetzt? Ja, hallo erstmal in die Runde. Eingeladen wurde ich wahrscheinlich, weil ich in den letzten 9 Monaten ein Initialprojekt betreut und mitgeführt habe, wo es darum ging, ein Konsortium auf die Beine zu stellen, um in einem regionalen Kontext sich mit Wärmeversorgungsfragen zu beschäftigen und dabei insbesondere nicht bei den Eigenheimbesitzern, die Perspektive eigentlich klar ist mit Wärmepumpen, Erdwärme, die Punkte wurden bereits genannt, sondern wie ist das der Weg im Grunde für Siedlungen, die gerade zurzeit an Zentralheizungssysteme gekoppelt sind, also mit Fernwärmesystemen versorgt werden. Und da sind auf der einen Seite erhebliche technische Lösungen erstmal zu entwickeln, wenn man das wirklich komplett dekarbonisieren will. Und das
ist im Grunde das Grundanliegen, dass ja, wenn man die Wärme aus regenerativen Quellen erzielen möchte, dann bieten sich da auch alternative Quellen an, die nicht nur Windkraft und Photovoltaik sind. Und wir könnten diese Versiebenfachung, die wir benötigen, um komplett dekarboniert zu werden, auch mit noch aus anderen Quellen speichern. Und wir haben es heute Vormittag schon gehört, dass es sich dann auch ein Stück weit das verschiebt, dass die Bilanz, wie viel Energie erzeugen wir im Inland, wie viel erzeugen wir im Ausland, hat das aber zumindest Auswirkungen bei solchen Fernwärmesystemen, wie viel diese Energie kann eine Großstadt, die ein solches Fernwärmesystem, wie wir beispielsweise hier in Leipzig haben, selber erzeugen oder wie viel wird davon dann im regionalen Umland erzeugt? Zumindest erzeugt das eine solche Geschäftsbeziehung auch zwischen der Großstadt und dem Umland. Und das waren die Themen, ordnungspolitisch, technisch, auch von der Anzahl der Partner, die dann und genehmigungsrechtlich, die dann dafür unter einen Hut zu bringen werden. Das waren die Fragen, die wir uns dort in diesem Forschungsprojekt stellen. Okay, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Herr Schmitz, Entschuldigung, ja? Entschuldigung, wenn ich ganz kurz störe, wir haben eine ganz, ganz große Bitte. Ich weiß, hinten wird gesprochen und gearbeitet. Sorry, dass ich mich dazwischen klinke, aber hier kommen wellenartig Geräuschkulissen an und das stört unglaublich bei der Diskussion. Bitte einfach hinter die Wand gehen, damit es abgefangen wird, so viel weiß ich auch als Juristin, oder ein bisschen ruhiger. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Vielen Dank, das hilft uns sehr genau. Von der Akustik her, jetzt ist es schon sehr, sehr viel besser. Vielen Dank, da kann man sich besser konzentrieren. Herr Schmitz-Gretlein, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist Ihr Eingangsstatement? Was ist Ihnen wichtig? Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist einerseits, dass wir stark differenzieren und nicht versuchen, die eine Lösung für alles zu finden. Das fand ich bei Frau Neste jetzt gerade schon sehr gut, zu sagen, wir müssen als erstes differenzieren zwischen Neubau und Bestand. Ich glaube, an den Neubau können wir weitgehend einen Haken machen. Da wird Strom der Energieträger sein, der kommt mit den nur relativ geringen Restenergiebedarfen. Schwierig wird es beim Bestand, das sehen wir ganz genauso. Und das ist der Punkt, wo wir auch der Auffassung sind, dass man am Ende über Wasserstoff wird noch mal reden müssen. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir die verschiedenen Zeithorizonte differenzieren. Wenn wir uns angucken, wo wir heute stehen, dann wissen wir, im Neubau gehen wir mit der Wärmepumpe rein. Wir haben gleichzeitig aber einen Bestand in Deutschland von nach wie vor irgendwas so um die 14 Millionen Gebäude, die einfach nicht oder nur teilsaniert sind, wo wir mit der Wärmepumpe Schwierigkeiten haben, reinzukommen. Auch da kann ich sagen, sind wir sehr intensiv dran, in der Forschung und Entwicklung unserer Anlagen hinzugehen und zu gucken, wie können wir denn auch mit hohen Vorlauftemperaturen über Wärmepumpen in Bestandsgebäude gehen. Da sind wir relativ weit, da wird eine neue auch Wärmepumpengeneration jetzt in den Markt eingeführt, mit dem das peu à peu gelingen kann. Und ich glaube, dass wir da auch weiterkommen müssen. Nichtsdestotrotz sehen wir noch immer die vierte Säule, den Wasserstoff, jedenfalls in der zeitlichen Perspektive bei der Frage, wie können wir denn heute Dekarbonisierung im Gebäude voranbringen über das Thema Beimischung und wie können wir die Anlagen, die heute ja noch 100.000-fach verbaut werden mit neuen Gasheizungen, wie können wir die denn in die Zukunft bringen? Und dann reden wir genau über die Frage, perspektivisch, wenn dann Wasserstoff da ist, die Anlagen auch umzurüsten. Das ist mittlerweile relativ einfach und kostengünstig möglich und damit einfach die Haltbarkeit der Anlagen, die ja heute teilweise verbaut werden müssen. Man muss ja immer vom Kunden gedacht sich vorstellen, ich muss heute meine Anlage erneuern. Was mache ich denn dann? Und wenn ich mir jetzt eine Gasheizung einbaue, weil eine Wärmepumpe bei mir noch nicht funktioniert, muss ich die letztlich auch 20 Jahre betreiben können. Und auch dafür müssen wir Antworten finden. Und unserer Auffassung nach ist Wasserstoff da ein Teilelement der Lösung. Nicht in einem 1:1 Ersatz des Gases. Überhaupt nicht. Aber in einem sukzessiven Ablöseprozess und am Ende sind wir dann natürlich alle im Strom, aber wir reden dann über das Jahr 2045 und wir müssen bis dahin trotzdem es hinkriegen, den Gebäudebestand weitgehend zu dekarbonisieren. Herr Dr. Tenge von Avacon, wie ist es bei Ihnen? Wo liegt Ihr Schwerpunkt? Ja, wir haben heute schon viel über die Energiewende gesprochen und ich denke, trotz 18 Monate Pandemie ist das Thema Energiewende nicht verschwunden. Klimaschutz ist wichtig, ist eins der Generationenaufgaben, die wir hier alle haben. Und ich denke, die Ziele sind alle sehr, sehr klar definiert. Auch die Bundesregierung hat ja hier das Ziel nochmal Klimaneutralität 2045 entsprechend verschärft. Was mir immer so ein bisschen fehlt, ist, wenn wir bei den Zielen klar sind, aber wie ist der Transformationspfad? Wie kommen
kommen wir da hin? Und da wird mir persönlich immer viel zu viel über den Strombereich gesprochen, wo wir in der Tat schon größere Erfolge vorweisen können. Ungefähr eine Erneuerbarenquote von 45%. Im Wärmebereich allerdings, dem größten Sektor, mit deutschlandweit rund 1200 Terawattstunden Endenergieverbrauch, haben wir mal gerade 15% geschafft. Und insofern, denke ich, muss der Fokus hier ganz klar auf den Wärmebereich gelegt werden. Und da natürlich auch insbesondere auf den Heizungskeller. Das macht dann auch nochmal von dem Wärmebereich so rund 40% aus. Das ist das, was bei den privaten Haushalten an Wärme verbraucht wird, für Wärme, für Wasserversorgung. Und da wird es perspektivisch auch im Endausbau aus unserer Sicht ohne grüne Gase, ohne grünen Wasserstoff nicht funktionieren. Okay, und Dr. Warnecke, wie sehen Sie die Situation aus Sicht derjenigen, die Häuser oder Wohnungen besitzen? Ja, da sieht das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus oder die Blickrichtung ändert sich dann schlagartig. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mein erstes Auto hatte einen Benzinmotor. Bis vor ein paar Jahren bin ich Diesel gefahren, war wunderbar zufrieden, haben die Grünen, glaube ich, auch eine Zeit lang unterstützt. Jetzt fahre ich Elektromotor, ist auch schön, ist mir letztlich egal. Hauptsache, man kommt prima voran. Und das ist so ein bisschen die Sichtweise, die der private Immobilieneigentümer, glaube ich, auf die Energieversorgung hat. 80% aller Wohneinheiten in Deutschland gehören einzelnen Eigentümern, also kein Unternehmen, keinen Genossenschaften. Auch so große Unternehmen wie DW und Vonovia, das sind einfach nur kleine Player auf dem Markt, weil letztlich der Bürger der wirkliche Player ist. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen das Kernproblem. Wenn die Politik das nicht langsam schafft, die absoluten Basics für die Bürger auf den Weg zu bringen, dann ist das selbstgesteckte Ziel 2045 völlig unerreichbar. Und mit Basics meine ich wirklich banale Dinge. Zum Beispiel, wie soll denn ein Hauseigentümer überhaupt eine Entscheidung für eine bestimmte Heizung treffen, wenn er nicht weiß, mit welcher Energie er versorgt wird? Das kann ja sein, dass er jetzt ein Nahwärmenetz demnächst bekommt, dann würde ich ihm nicht mehr raten, in eine neue Heizung zu investieren, sondern sagen, fokussiere dich mal auf die Dämmung, die Fenster oder das Dach, brauchst du nämlich nicht, kommt ja ein Nahwärmeanschluss, den du auch noch teuer bezahlen musst. Wenn er vielleicht ein Gasnetz heute hat und genau dieses Gasnetz in 5 Jahren mit Wasserstoff versuchsweise versorgt wird, dann wäre so ein Fiesmann-Brennwertkessel genau das Richtige. Ja, und wenn beides nicht der Fall ist, dann müsste man wohl auf eine Wärmepumpe setzen und braucht eher Strom. Niemand in Deutschland weiß, wie er im Jahr 2025 oder gar 2030 zuverlässig mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Und deswegen wäre das erste erstmal ein Versorgungsatlas für Deutschland. Und zwar innerhalb der nächsten 3 Jahre, damit man dann investieren kann. Und dann kann man auch in einem zweiten Schritt das machen, was es in Teilen schon gibt. Leider nur teilgefördert, kann die nächste Bundesregierung, kann Frau Nestle ja auch gerne ändern. Individueller Gebäudesanierungsplan, derzeit nur zu 80% gefördert. Vorschlag 100% Förderung innerhalb von 3 Jahren für jede Immobilie in ganz Deutschland ausgestellt. Dann wissen die Eigentümer, wohin sie investieren sollen und wie sie schrittweise vorgehen sollen. Und dann klappt das auch mit der Energiewende. Sie haben es ja jetzt alle schon angedeutet. Wir haben einfach sehr, sehr viel vor. Es ist, ist mir auch in den Vorgesprächen so aufgefallen, wir haben ein super komplexes Thema. Es geht um, es sind sehr viele Variablen im Spiel. Es geht um fehlende Informationen, eine sehr, sehr lange Zeitspanne, die wir noch nicht überblicken können. Viele unterschiedliche Beteiligte in ihren Perspektiven und Beziehungen, die Technik, wo wir jetzt sind und wo es hingehen soll, also Forschung, Entwicklung, das sind lauter Dinge, die wir nicht so richtig erahnen können. Ich fange einfach mal bei Ihnen an, Herr Dr. Tenge, wie kann es denn gelingen? Sie haben gerade gesagt, ohne grüne Gase geht es nicht. Ich habe heute Morgen tatsächlich zur Vorbereitung noch einen Podcast gehört zu Wasserstoff und da hieß es, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, weil er einfach so wahnsinnig teuer ist und definitiv kein Grundnahrungsmittel. Das fand ich sehr plastisch. Wie sehen Sie das? Warum setzen Sie auf grüne Gase?
Ja, finde ich ein schönes Beispiel mit dem Champagner, aber wenn ich mal ein bisschen zurückdenke, dann war, glaube ich, die Photovoltaik war auch mal vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren der Champagner der Energiewende, und wir haben heute gehört, dass es wahrscheinlich die Energie ist, die derzeit am günstigsten hergestellt werden kann, und eine ähnliche Entwicklung erwarten wir uns auch beim Wasserstoff. Wir haben das mal durchgerechnet für eine ganze Stadt, weil die Herausforderung, ich glaube, da waren wir uns alle einig, ist ja im Wesentlichen der Bestand. Wie kriege ich also den Wandel im Bestand hin? Und wir haben mal einen digitalen Zwilling für die Stadt Essen erstellt, haben also dort alle Gebäude digitalisiert, kategoriert in Einfamilien, Mehrfamilienhäuser und so weiter, und haben mal zwei Szenarien durchgerechnet. Wir haben einmal das Szenario Wärmepumpe durchgerechnet, indem wir dann gesagt haben, in 2050 wird im Wesentlichen die ganze Stadt Essen nur noch über Wärmepumpen versorgt. Und wir haben ein Szenario grüne Gase durchgerechnet, indem wir aber auch die Wärmepumpe zugelassen haben. Also ein Drittel Wärmepumpe, der Rest dann über grüne Fernwärme und grüne Gase, im Wesentlichen Wasserstoff. Und das Interessante war, so oder so, die Energiewende kostet Geld. Aber wo wir bei dem Szenario Wärmepumpe eine Verdoppelung der Energiekosten für die, insbesondere für die Mieter haben, also man nennt das Share of Wallet von 2,3 auf 4,6%, haben wir im Szenario grüne Gase nur eine 50-prozentige Steigerung, also nur die Hälfte dieser Steigerung, und beide sind zu 100% CO2-frei. Also wenn man technologieoffen an die Sache herangeht, spricht alles dafür, dann den Marktkräften das zu überlassen, und da setzen wir perspektivisch auf das Thema grüner Wasserstoff. Und wenn ich mal Richtung Herrn Warnke gucke, wir haben natürlich auch immer das Problem mit den Modellisierungsraten. Sie sind da der Experte, nicht ich, aber ich meine, die sind in Deutschland im Moment doch eher unter als über 1%. Und die beiden Szenarien, die wir durchgerechnet haben, zumindest mal für die Vollsanierung, da kommen wir mit dem grünen Wasserstoff mit 1% pro Jahr aus. Und bei der Wärmepumpe sind wir irgendwo bei 2,5%, also sicherlich was sehr Ambitioniertes, wo wir nicht ganz so glauben, dass das dann in der Umsetzung auch so kommen wird. Ich sehe die Sanierungsrate nicht ganz so negativ. Da hat es einmal eine Erhebung gegeben mit Blick auf Vollsanierungen. Und diese 1%, wir müssten ja überhaupt, um eine Tendenz feststellen zu können, wenigstens mal einen zweiten oder einen dritten Messpunkt haben. Aber wir haben einfach nur einen einzigen Messpunkt. Und mantraartig sagen alle, die Sanierungsrate ist katastrophal. Stimmt nicht. Also kann man ganz klar so sagen, die Leute modernisieren, sie sanieren, aber bitteschön nicht als Vollsanierung. Welcher private Eigentümer kann sich das denn leisten, auf einen Schlag sein gesamtes Haus, nehmen wir an, in ein Familienhaus, vom Dach über Fenster, Außenfassade und Heizung in einem durchzumodernisieren? Macht auch keinen Spaß, wenn man zu dem Zeitpunkt da drin wohnen muss. Man hat ja keine Ausweichwohnung. Also, die Leute machen das schrittweise. Und die Sanierungsrate können wir gerne mal erfassen, aber dann sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Im Übrigen, angesichts des Druckes, der auch da ist, ist das eher ein Problem derzeit der Handwerker und der qualifizierten Arbeitskräfte. Das ist ein riesengroßes Problem, und auch mit Blick auf die ganzen modernen Technologien, da sind leider tolle Ideen dabei, die aber noch nicht ganz so ausgereift sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir empfehlen dann immer, macht was, aber kauft lieber das, was schon mal so ein paar Jahre funktioniert hat. Wenn Sie im Mietwohnungsbau eine Heizung einbauen, die Sie über so einen Schaltpanel schalten sollen, dann gehen Sie ein. Der Mieter, der Vermieter, alle. Das muss irgendwie noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Oma-Erna-tauglicher werden, damit das Ganze dann auch wirklich ankommt beim Nutzer. Ich weiß, Sie hatten im Vorgespräch zu mir gesagt, wir können auch nicht so tun, als hätten wir irgendwie schon die Weisheit mit Löffeln gefressen und als hätten wir schon alle Lösungen parat. Wie kann das für Sie funktionieren? Wie können wir da weitermachen? Ich glaube, dass das Wichtige ist, was Herr Warnecke gerade angesprochen hat, dass wir tatsächlich bei vielen Technologien eben noch nicht am Ende auch der Effizienzen sind. Und dass wir jetzt überlegen müssen, wie kann ein Transformationspfad, ganz im Sinne von dem, was Herr Tenge gesagt hat, eigentlich aussehen. Das heißt, wo stehen wir heute? Was können wir heute? Und zwar sowohl auf der technologischen Seite bei den Anlagen als auch bei den Handwerkerkapazitäten. Das gilt ja für Sanitär, Heizung, Klima genauso. Wir haben da massive Defizite im Moment und wir sehen ehrlich gesagt nicht mal, wie die 5 Millionen Wärmepumpen, die bis 2030 jetzt in den Markt kommen sollen, wo die eigentlich A herkommen sollen und B, wer die eigentlich installieren soll. Und das sind so Punkte, wo man, glaube ich, sich auch ein Stück weit ehrlich machen muss und weggehen muss von der reinen Betrachtung von irgendwelchen Zielzahlen, die man vorsetzt, sondern mal zu gucken, gewissermaßen von unten hoch, was geht denn eigentlich? Was ist da an Kapazitäten? Und dann kommt man vielleicht auch zu einer etwas anderen Betrachtung. Und ich glaube, wenn wir diese realistische Betrachtung nehmen,
dann kommt man auch nicht zu so einem Ausspielen von nur Elektrifizierung gegen nur Wasserstoff, sondern es geht darum, eben in der Differenzierung in unterschiedlichen Lösungen, die wir haben, dann den bestmöglichen Weg zu finden. Auch im Rahmen von Sanierungsfahrplänen, von einer sukzessiven Sanierung, da bin ich ganz bei Herrn Warnecke. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich nicht vorzustellen, ich stelle jetzt einen Hebel um, habe mein Haus voll saniert und übrigens auch noch eine Wärmepumpe mit drin. Sondern das sind tatsächlich Prozesse. Wir reden von Einfamilienhäusern von 100.000, 150.000 Euro für so eine Vollsanierung mit Heizung auf Erneuerbare. Das ist nichts, was man einfach so stemmt. Und ich glaube, das muss man sich auch verdeutlichen. Und da können dann eben die unterschiedlichen Technologien, ob es eine Hybridheizung ist, wo man eben eine Stromlösung mit Gas kombiniert ist, ob es die Perspektive ist, mit einer H2-Readiness dazu zu kommen, eben wenn der Wasserstoff dann da ist, da umzustellen. Das sind die Varianten, über die wir, glaube ich, intensiver reden müssen. Und ich würde gerne aus dieser Frontstellung rauskommen, nur Elektrifizierung versus nur grüne Gase. Der Mittelweg ist, glaube ich, der, der uns auch volkswirtschaftlich und sozialverträglich zur bestmöglichen Lösung führt. Frau Dr. Nestle, wie kann man das denn politisch, kann man es überhaupt politisch schon irgendwie steuern und was lostreten, damit es funktionieren kann? Und die, also es war so dieses Gespräch über, wie nehmen wir denn jetzt die Bürgerinnen und Bürger mit? Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Menschen, die 50% der deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zur Miete wohnen und die, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so wirklich einen Einfluss darauf haben, wie saniert ihr Haus ist, ob die Fenster dicht sind und was für eine Heizungsanlage da im Gebäude ist. Ja, da ist natürlich die Politik in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen so zu setzen, ja, dass diese Sanierungen stattfinden, weil sie lukrativ sind. Und einmal kurze Zwischenfrage, ist das ein bisschen besser mit dem Ton jetzt? Es ist sehr viel besser, wir hören Sie gut, denke ich. Wunderbar, danke. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht vor Ort bin. Nächstes Mal komme ich gerne, aber in der allerletzten Woche vor der Bundestagswahl muss ich doch auch ein bisschen in meinem Wahlkreis sein. Deshalb, genau, nächstes Mal bin ich vor Ort und jetzt schaffen wir es so. Genau, also müssen wir eben die Rahmenbedingungen setzen, ja, dass Sanieren sich lohnt, dass die Handwerker da sind. Also ich habe auch immer wieder mit der Branche gesprochen, die sagen auch eigentlich alle, ja, ein bisschen mehr sanieren geht schon noch mit den Handwerkern, die da sind. Aber natürlich müssen wir ausbilden und Leute anwerben, wenn wir wirklich substanziell hochgehen wollen mit der Sanierungsrate, was ich absolut sinnvoll finde. Und die Wärmepumpen, da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass genug Fortbildung da sind. Ja, weil es gibt ja genug Handwerker, die Wärmetechnik können in Deutschland. Und das wäre ja auch jetzt albern, wenn alle, die bisher Öl- und Gasheizung eingebaut haben, plötzlich arbeitslos sind und wir völlig neue Leute anlernen für die Wärmepumpen. Also natürlich müssen wir die Leute nutzen, die wir haben, um die Umstellung hinzubekommen und über einen Mix von einer gerechten Preispolitik, sag ich mal, die den CO2-Preis nicht ignoriert, das Geld aus dem CO2-Preis aber an die Menschen zurückgibt, also die Einnahmen daraus, das Geld ist ja nicht einfach weg, und staatlicher Förderung dafür sorgen, dass die Sanierung bzw. eben auch die neue Heizungstechnik sich für die Wohnungsbesitzer, also für diejenigen, die Investitionsentscheidung treffen, tatsächlich lohnen. Und da sind, wie gesagt, dieses Beispiel der großen Wohnungsbaugesellschaft aus Frankfurt, die das schon längst machen, den Passivhausstandard sanieren. Für die lohnt es sich eigentlich jetzt schon. Ja, aber man kann natürlich ein paar Schrauben noch ein bisschen besser einstellen für Klimaschutz und für die Wärmewende, dass es sich tatsächlich für alle lohnt. Vielleicht einmal, was ich noch gut fand, eben, dass auch das Stichwort Fernwärme nochmal aufkam. Das ist ja auch einfach eine Technologie, wo man Wärme einsammeln kann aus den verschiedensten Bereichen, aus Geothermie, aus Solarthermie, aus Abwärme, die es oft im industriellen Bereich gibt und nutzbar machen kann. Ich finde es sehr schlau, einen individuellen Sanierungsfahrplan zu haben. Herr Warnecke, genau, was Sie da sagten, das fordere ich auch. Und auch diese Basics, auf welche Technik muss man sich einstellen? Ja, wo kommt ein Nahwärmenetz, das solche Wärmequellen einsammelt und wo nicht? Ein bisschen skeptisch bin ich hier noch, eben genau weil ich finde, ja, wir müssen doch den Leuten sagen, wo es hingeht, finde ich diese Haltung, ja, Strom und Wasserstoff, das darf man alles nicht gegeneinander ausspielen, das muss alles irgendwie im Raum stehen bleiben, ja, weil wenn alles im Raum steht, dann kann man in nichts verlässlich investieren. Und tatsächlich wäre ich sehr neugierig, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie von Ihnen das gerade erzählt hatte, von Essen, ne, wo Sie gesagt haben, die Gaswende ist kostengünstiger. Welche Annahmen zu den Gaskosten dahinter liegen. Ja, weil man braucht ja die 2- bis 3-fache Menge an Strom, um die gleiche Energiemenge an Gas zu produzieren. Deshalb ist es schon sehr erstaunlich, wenn Sie annehmen, dass das Gas günstiger ist als der Strom, ja, obwohl man ein Mehrfaches an Strom verbraucht, um dieses Gas zu produzieren. Und man dann mit der Wärmepumpe ja auch noch mal einen guten
einen guten Wirkungsgrad erzielen kann. Genau, das bezweifle ich gerade so ein bisschen, dass man da kostenmäßig tatsächlich an einen guten Punkt kommt. Ich glaube, es war an Sie gerichtet. Ja, vielleicht direkt dazu. Sie hatten ja auch das Thema Energieimport angesprochen. Ich glaube, man muss sich frei machen davon zu glauben, dass wir diesen Strom hier vollständig in Deutschland, diese Energie hier vollständig in Deutschland erzeugen werden. Wir sind ja auch jetzt schon ein großes Energieimportland und genauso wird das auch in der Zukunft sein. Und insofern sehen wir neben dem hier in Deutschland produzierten Wasserstoff, neben dem hier in Deutschland produzierten erneuerbaren Strom, sehen wir eben auch entsprechende Energieimporte, insbesondere auch im Wasserstoffbereich. Und so wird das Ganze dann ausgehen, der dann zu Grenzkosten hergestellt wird in Ländern, wo man dort andere Voraussetzungen hat, was die Fläche angeht. Und so geht das Ganze auf. Wir haben natürlich in unserer Studie auch mit berücksichtigt die entsprechenden Renovierungs- und Umbaukosten, die ja auch maßgeblich sind. Gerade im Bestand haben wir da für den grünen Wasserstoff große Vorteile gesehen, wenn man eben mit einem moderateren Umbau dort hier auf diese Technologie setzt. Also das fand ich nämlich auch ganz interessant, nochmal zu begreifen. Wir sind jetzt bei ungefähr 15% der Energie, die aus erneuerbaren Rohstoffen, Ressourcen kommt in Deutschland in der Produktion, also oder in dem, was wir verbrauchen. Und eigentlich bräuchten wir ja Überschüsse, um aus diesen erneuerbaren Energien dann wieder Wasserstoff zu produzieren. Und diese Überschüsse, die gibt es doch in Deutschland im Moment überhaupt noch gar nicht, oder? Also das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Wir haben hier in Deutschland einen Endenergieverbrauch von rund 2400 Terawattstunden. 600 Terawattstunden davon gehen in den Strombereich, davon 300 erneuerbar. Also auf diese 2400 erneuerbare Energie erzeugt in Deutschland fällt mir jegliche Fantasie und die Studien haben ja auch gezeigt, selbst die Optimistischsten, die sehen vielleicht 700, 800 Terawattstunden, aber die 2400 Terawattstunden kenne ich zumindest keine Studie, die das sieht. Und dann brauchen wir also quasi Importverträge mit anderen Ländern, wie das jetzt sozusagen schon das wir jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich machen. Die Länder sind alle genannt worden, ja, sei es Norwegen, Holland, Russland etc. pp. Da werden aber neue Player dazukommen und insofern wird die Welt da bunter werden. Okay, Sie lächeln suffisant. Nee? Also ich freue mich, dass die anderen auch ein paar Herausforderungen zu meistern haben. Für den privaten Eigentümer ist es ganz im Kleinen. Und die Frage, wo die Energie dann herkommt, aus welchen Ländern, das hat ja dann auch noch außenpolitische Dimensionen, die überlasse ich gerne Ihnen, das sage ich ganz ehrlich. Insofern haben wir da eine schöne Aufgabenteilung da. Okay, Herr Professor Krabbes. Ja, ich wollte Ihnen auch noch erzählen, welche Rolle der Wasserstoff, welche Bedeutung der in unseren Überlegungen gehabt hat. Und das war eine geringfügige und vor allem eine ganz andere. Mhm. Weil es natürlich schon im Grunde die Zahlen wurden genannt, wir haben zurzeit ein Stromaufkommen von 300 regenerativen Terawattstunden für die 2000 fossilen Energieträger, die wir besitzen, wären es ungefähr 3000, also das Zehnfache, die der Weltmarkt zumindest allein für uns übrig haben müsste. Dazu kommen noch die ganzen industriestarken Länder, die genauso viel Energie produzieren wie wir. Deswegen werden wir Preisfortschritte sehen bei dem Wasserstoff, aber er wird ein knappes und kostbares Gut bleiben und der Vergleich mit dem Champagner ist dann an der Stelle schon gerechtfertigt. Und insofern muss man dann einfach sich damit auseinandersetzen, wo er bei uns eine Rolle spielt, nämlich bei jeder Transformation rein und raus aus dem Wasserstoff. Das heißt, in technischen Anwendungen, bei der Elektrolyse, bei der Erzeugung, haben Sie diese Wirkungsgradverluste von ungefähr 30%. Das heißt, unser Blick auf den Wasserstoff ist eine von verschiedenen industriellen Abwärmequellen. Und in diesem Kontext sehen wir das. Und wenn wir heute Vormittag das Beispiel gehört haben, Bad Lauchstädt, eine Elektrolyseur mit 100 Megawatt Elektrolyseleistung, bedeutet er auch 30 Megawatt Wärmeleistung. Und um die geht es. Und die gilt es zu nutzen, weil das genau diesen Effizienzgewinn bedeutet, den man braucht, um im Grunde diese Preisvorschritte zu machen. Und insofern ist es, alle Industriepartner müssen sich auch an diesem teuren Energiemarkt bedienen. Und Fernwärme und industrielle Abwärmenutzung bietet eine Chance auch in einer industriellen Verwertung wieder der Abwärme und kann einen kleinen Baustein leisten, um entsprechend dann diesen großen Preis auch zu erwirtschaften. Und natürlich muss ich dann diese Wärme irgendwo verwerten, irgendwo wieder zu Geld machen. Und das sind idealerweise die Fernwärmesysteme, die großen Städte. Das heißt, die großen Städte haben hier ein Asset, mit dem sie eigentlich aktiv unterstützende Industriepolitik in ihrer Region
leisten können. Deswegen hat auch unser Projekt diesen Titel Regio Zukunft Wärme. Mhm. Ja, das heißt also Wärmesystemnutzung, ein Fernwärmesystem aus industriellen Abwärmequellen, unter anderem neben den Umweltwärmequellen, neben Spitzenströmen, Power-to-X, die sich nicht in Elektrolyse ökonomisch verwerten lassen, ist ein ganz wichtiger Impuls, um damit sozusagen auch wirklich der Elektrolyse zur Wirtschaftlichkeit zu verhelfen. So rum wird für uns ein Schuh draus. Okay, aber flächendeckend ist es wahrscheinlich, für den zukünftigen Alltag, für den Großteil der Menschen in Deutschland ist das wahrscheinlich noch nicht machbar, oder? Naja, das betrifft alle diejenigen Mieter in erster Linie, die an fernwärmeversorgten Wohnungen hängen, die selber gar keinen Einfluss darauf haben, die einfach nur davon abhängig sind, dass die Betreiber dieser Anlagen sehr wirtschaftliche, gute, kluge und langfristige Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite, diese Versorger leisten natürlich nicht nur unmittelbar mit dem Mieter einen Beitrag für die Kommune, sondern natürlich auch unmittelbar die Stadtwerke überall, auch zum Gemeinwesen insgesamt. Das heißt also, der Mieter möchte eine günstige Versorgung haben und die Kommune möchte auch von den wirtschaftlichen Erfolgen der Stadtwerke ein Stück weit abhaben. Das ist das Kunststück, was es zu lösen gilt. Okay. Sie hatten gerade gesagt, Sie möchten gerne noch ein bisschen was dazu beitragen. Ich würde gerne zwei Aspekte noch mal einbringen. Das eine ist das, was Herr Krabbes gesagt hat. Und ich glaube, das muss man miteinander kombinieren und zusammendenken. Die Frage der Energiesysteme, die wir haben. Wir haben Strom, wir haben Gas, wir haben Wärmenetze. Und nur wenn wir die tatsächlich gemeinsam auch denken, wir nutzen auch die Abwärme aus der Elektrolyse zum Beispiel, lässt sich ja auch in Wärmenetze einspeisen. Ich glaube, Wärmenetze sind eine Säule, die man immer eigentlich mit erwähnen muss. Wir kommen jetzt eher aus der Hausinstallation, aber ich habe 8 Jahre beim Verband Kommunaler Unternehmen gearbeitet. Ich bin großer Freund der Fernwärme und glaube auch, dass das ein ganz wesentlicher Teil der Lösung ist in den verdichteten Ballungsräumen. Aber die großen Probleme, die wir haben, sind die 14, 15 Millionen Einfamilien- und Reihenhäuser, die eben überwiegend nicht in diesen Gegenden stehen und wo wir eben ganz viele 14, 15 Millionen individuelle Entscheidungen brauchen. Und für diese 14, 15 Millionen individuellen Entscheidungen müssen wir Lösungsoptionen anbieten. Und zwar Lösungsoptionen, die eben möglichst zukunftsfest sind. Und ich glaube, dass wir da schon über die unterschiedlichen Technologien dann auch sprechen müssen, nicht alles mit Strom erschlagen. Und einen letzten Aspekt, den ich doch nochmal einbringen möchte, ist die Frage wieder der Systemverknüpfung zwischen dem Stromsektor und letztlich dem Wärmesektor, wo es um die Frage geht, was bedeutet das denn, wenn wir jetzt bundesweit alles mit Wärmepumpen machen auf der Strom- und Nachfrageseite, gerade in den Ständen, wo es kalt ist im Winter. Beim Gas haben wir im Absatzhub zwischen dem wenigst nachgefragten Tag und höchst nachgefragten Tag haben wir den Faktor 3 im Gas liegen. Im Strom ist es der Faktor 1,2. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Stromhöchstspitzenlast in Frankreich zum Beispiel ist, dann ist die höher als in Deutschland. Obwohl nicht so industrialisiert, weniger Menschen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die in Südfrankreich an wenigen Tagen im Jahr mit Strom heizen. Zugegebenermaßen Strom direkt, mäßig effizient. Aber das ist ein Szenario, das wir in Deutschland uns zumindest auch gewärtigen müssen. Was es denn bedeutet, wenn wir die 1200 Terawattstunden in der Wärme, die heute da sind, ziehen wir ein bisschen was ab mit Effizienzgewinn auf der Gebäudeseite. Aber wir müssen uns doch überlegen, wo wir diesen Strom dann in der Zeit auch tatsächlich herkriegen. Und ich glaube, dass wir die Perspektive der Speicherbarkeit von Wasserstoff da schon auch mitdenken müssen. Und da wünsche ich mir eine Gesamtsystembetrachtung, die eben nicht beim einzelnen Gebäude aufhört, auch nicht beim einzelnen Quartier aufhört, sondern sich das gesamte Energiesystem anguckt, weil die Herausforderung ist so groß, dass wir die nicht in einer Einzelbetrachtung der einzelnen Systeme gelöst kriegen. Haben Sie denn den Eindruck, dass es eine Möglichkeit gibt, dass auch alle Player an einem Strang ziehen? Also es hängen ja einfach auch wahnsinnig viele Menschen drin, nicht nur die sich einzeln entscheiden oder die für ihre Mietshäuser Entscheidungen treffen müssen, sondern eben auch die Kommunen, das Land, der Bund, alle, die eben was dazu zu sagen haben. Letztlich ist das dann der Job, den Frau Nest und die Kolleginnen und Kollegen in den Parlamenten und den Regierungen leisten müssen, eben da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Idee von Wärmeplänen in den Kommunen, die man aus meiner Sicht eigentlich als Energienutzungspläne aufsetzen müsste, um eben genau diese Gesamtbetrachtung hinzukriegen, ist ein super Ansatz und bietet ganz viel Potenzial, auch eben genau diese gesamtsystemisch sinnvollen Lösungen zu finden. Aber da sind wir ehrlich gesagt noch lange nicht und das ist eine Riesenaufgabe auch der nächsten Bundesregierung,
dann auch nachlaufend der Landesregierung und am Ende natürlich auch der Kommunen. Und das klappt aber nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, wenn da alle mittun und alle begriffen haben, dass es nichts ist, was man im Klein-Klein geregelt kriegt und es keine Entscheidung sein darf, die am Ende jeder Hausbesitzer für sich selber treffen muss und der bei Null anfängt, sondern braucht da eine gewisse Orientierung und er braucht vor allem eine Verlässlichkeit für die ja doch erheblichen Investitionen, die damit zusammenhängen. Frau Dr. Nestle, wer setzt denn die Energiewende, die Wärmewende in dem Fall, über die sprechen wir heute, denn um? Also wer macht das? Wie kann man das anfangen? Also es müssen natürlich alle zusammenarbeiten. Ne? Also wie es gerade gesagt wird, wir im Parlament müssen die richtigen Rahmenbedingungen setzen und dann müssen die Handwerker technisch die Dinge installieren und die Hausbesitzer oder Besitzergesellschaften müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Und die Kommunalpolitik muss damit mit die kommunalen Wärmepläne machen, etc. pp. Also es gibt nicht den einen Akteur, der die Wärmewende macht. Und zentral sind schon die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Ja, ohne die kann es, glaube ich, nicht funktionieren. Wenn ich darf, würde ich gerne noch einmal ganz kurz auf zwei Punkte antworten. Das eine ist das mit Wasserstoff und der wird dann halt einfach importiert. Mir ist es wichtig, dass wir den Menschen nicht irgendwie was versprechen, ja, und gerade weil da so große Investitionen anstehen, was eigentlich sich im Moment nicht abzeichnet. Und das ist der billige Wasserstoff, der in großen Mengen zur Verfügung steht. Ja, das ist im Moment einfach nicht erkennbar. Ich bin absolut für Importe aus Holland, aus Dänemark, aus Norwegen. Ja, haben wir auch alles mit eingeplant, mit eingerechnet. Ich glaube, dass es absolut realistisch ist, dass wir da mit Pipelines Wasserstoff bekommen. Das werden aber nicht gigantische Mengen sein. Die wird man sehr dringend brauchen, in der Industrie, im Schwerlastverkehr und auch, da bin ich bei dem Punkt System zusammendenken, Strom, Wärmenetze, Gasnetze. Ja, da bin ich 100% dabei. Ja. Aber auch in der Versorgungssicherheit Strom werden wir eben ein bisschen Gas brauchen für diese schwierigen Wintertage. Und damit sind, glaube ich, diese nahen Potenziale, ja, sind damit wahrscheinlich abgefrühstückt. Und dann kommen wir so in diese großen Wüstenregionen, wo man sagt, ja, da kann man ganz billig Strom produzieren. Das stimmt, da kann man auch ganz billig Wasserstoff transportieren. Es ist aber bis heute ungeklärt, wie der transportiert wird. Die Internationale Energieagentur hat mal gesagt, ja, die Transportkosten könnten so das Dreifache betragen von den Produktionskosten. Ja? Und dann können Sie natürlich sagen, die Produktionskosten, die sind sehr gering und das rechnet sich alles. Das stimmt, ja, aber die Produktionsfrage ist völlig ungeklärt. Die Transportfrage. Als Antwort kommt dann oft, ja, da sind ja verschiedene Optionen im Raum. Ich habe mir aber alle diese Optionen angeschaut. Ja, und ehrlich gesagt, jeder hat einen Pferdefuß, also mindestens sehr hohe Kosten, ziemliche Ineffizienten. Hatte ich am Anfang ja auch ein bisschen versucht zu schildern, ja, wo ich mir diesen Import vorstellen kann. Also ich bin für den Import, ich glaube, er wird stattfinden, aber dass da ganz viel billiger Wasserstoff für die Haushalte angelandet wird, dafür gibt es einfach bisher wenig Indizien und deswegen sollten wir die Leute nicht in diesen teuren, potenziell teuren Pfad treiben. Was die Frage angeht, was ist denn mit den Winterkältespitzen? Also tatsächlich sehe ich genau für diese schwierigen Wintertage mit relativ wenig Wind und Sonne, würde ich sagen, da brauchen wir unbedingt Gas. Ja, genau dafür brauchen wir es, weil die Speicherbarkeit von Gas so toll ist. Dann können wir aber über die Zeit aus Gas Strom machen, ja, und trotzdem die Wärmepumpen betreiben, anstatt das ganze Jahr über mit Gas zu heizen, nur weil wir irgendwie 1-2 Wochen im Winter haben, die schwierig sind. Ja, dann sollten wir das knappe Gas für diese Winterwochen verwenden. Dann kann man das auch über Strom in die Häuser leiten. Anstatt da noch eine eigene Gasinfrastruktur daneben aufzubauen, ja, was ja komplett alle Häuser noch mit einer extra Infrastruktur versehen muss. Und ich weiß, ich kenne das immer im Wärmebereich, da ist immer so der Beweis, warum man ein bestimmtes Konzept hat, ist immer, dass das andere Konzept nicht geht. Ja. Sehr viel spannender ist ja zu beweisen, dass das eigene Konzept tatsächlich geht, anstatt zu sagen, ja, ich glaube, mit Strom geht es nicht und deshalb brauchen wir Gas. Und ich sage jetzt ja, aber Gas wird sehr, sehr teuer sein. Und deswegen noch einmal der Hinweis, dass es aus meiner Sicht detaillierteste, fundierteste Konzept, wie wirklich 100% Erneuerbare in Deutschland über alle Sektoren geht, ja, inklusive Wärme und auch der anderen Sektoren, ist die Studie, die von Stiftung Klimaneutralität und anderen in Auftrag gegeben worden ist, wo es auch wirklich viertelstundenscharf, ja, also wo nicht nur die Gesamtmenge übers Jahr stimmt, sondern wo wirklich zu jedem Tag, jeder Stunde die Versorgung in allen Sektoren gesichert ist. Da sind auch Importe drin, aber eben nicht unrealistisch hohe Mengen. Und die setzen sehr stark auf Wärmepumpen. Sie haben es dann wirklich vorgerechnet, wie es geht. Und ja, dafür braucht man hohe Sanierungsraten. Also da braucht man diese ganzen Antworten, dass die richtigen Rahmenbedingungen da sind, dass man einen schnellen Wechsel hat zur Wärmepumpe, dass die Handwerker wissen, wie man Wärmepumpen einbaut und wann sich das lohnt und die Sanierung der Gebäude auch mitkommt. Sie hatten jetzt gerade noch mal über die ganz kalten Tage gesprochen. Ich gebe das einfach mal an alle. Ist denn wir erleben jetzt Hochwasser, wir erleben Flutkatastrophe,
Wir haben sehr heiße Sommer gehabt in den letzten Jahren. Dann ist es wiederum mal wieder sehr, sehr nass. Ist denn der Klimawandel oder die klimatischen Entwicklungen, die wir gerade in Deutschland erleben, wirkt sich das denn auch aus auf die Wärmewende und auf die Probleme, die Sie vor sich sehen? Naja, es schärft zumindest das Bewusstsein nochmal. Also ich glaube, das ist bei dem Bürger, kommt das ja an, die drohenden Gefahren, die da sind. Und ja, gerade für Immobilieneigentümer, wenn man erlebt, was da im Ahrtal passiert ist, das ist ja auch etwas, was ins Bewusstsein der Menschen in anderen Regionen in Deutschland eindringt. Aber vielleicht kann ich nochmal anknüpfen an Frau Nestle. Wir reden ja hier die ganze Zeit über Energieversorgung im großen, ganz großen Maßstab. Und ich habe immer so ein bisschen bei diesen Gesprächen das Gefühl, wir denken alle immer noch in Atomkraftwerken und dann versorgen wir eine Stadt und da stellen wir ein großes, natürlich kein Kohlekraftwerk mehr hin, aber wir versorgen immer gleich eine ganze Region oder ganz Schleswig-Holstein. Was wir dabei völlig vergessen, ist, dass man die Energiewende im Gebäudebestand auch gut dezentralisieren kann und ich glaube auch muss. Und da haben wir massive Defizite. Ein Stichwort ist Mieterstrom. Mieterstrom hat die letzte Regierung umgesetzt für große Genossenschaften. Die können sich jetzt ein Blockheizkraftwerk hinbauen und Strom verkaufen. Die Grünen, wenn ich Sie ansprechen darf, Sie sind jetzt hier heute vertreten, auch Sie waren Verfechter der Solardachpflicht, führen das, glaube ich, in Baden-Württemberg auch ein. Und jetzt kommen wir wieder zu einer ganz wirklich echten Banalität. Wie kann denn bitte schön ein Eigentümer seinen Strom loswerden? Die Einspeisevergütung bei Photovoltaik auf 20 Jahre Vollkosten gerechnet reicht nicht mehr. Die ist zu niedrig. Unter 8 Cent pro Kilowattstunde reicht einfach nicht mehr. Ist nicht mehr wirtschaftlich. Jetzt schlagen wir doch einfach vor, prima, er verkauft den Strom über die Betriebskostenabhängung mit einem Preisabschlag 30% unter Avacon an die Mieter im Haus. Freut sich der Mieter, freut sich der Eigentümer, bringt die Energiewende voran. Zack, alles wunderbar. So, das wird aber ganz sauber politisch ausgebremst. Ich glaube von Ihrem Verband, dem BDEW, der sich ganz stark für die großen Versorger einsetzt und sagt, nein, das ist ja Konkurrenz für die Versorger, das wollen wir in Deutschland nicht haben. Also, der private Einzeleigentümer mit seiner Photovoltaikanlage auf seinem Dach wird den Strom nicht los. Und dann kommen Sie politisch mit einer Solardachpflicht. Und da zeigt sich, wo die Politik die Energiewende wirklich blockiert. Wir müssen umdenken, wir müssen dezentral werden, wir müssen mal neue Wege gehen. Ich sage es ganz ehrlich, ob mit Champagnerwasserstoff, Strom oder ich weiß nicht was, ist mir persönlich völlig egal. Aber wenn man die Bürger immer nur außen vor lässt, denen auf die Finger schlägt und sagt, hier kommen wir mit Ordnungsrecht und Solardachpflicht, dann kann ich Ihnen garantieren, wird das nichts. Sie wollten was entgegnen, Frau Dr. Nestle. Ja, danke schön, sehr gerne natürlich, wenn ich so direkt angesprochen bin. Also in vielen sind wir ja völlig d'accord, ja, dass Mieterstrom viel einfacher, unkomplizierter werden muss, dass die Vergütung, also die Einspeisevergütung für Solar wieder hochgesetzt werden muss, damit es sich wieder rentiert. Ja, auch dafür kämpfen wir. Nur der Hinweis, weil Sie gerade bei Einzelhäusern waren, also tatsächlich ist ja das Eigenstromprivileg inzwischen von 10 auf 30 kW hochgesetzt worden. Das reicht für jedes Einzelhaus, um die PV-Anlage lukrativ bauen zu können. Also gerade im Neubau, ja, oder wenn man komplettes Dach saniert, das sind ja nur die Fälle, wo wir die Solarpflicht fordern. Ja, wir sagen ja nicht, jeder muss eins auf sein Dach bauen, sondern wir sagen, wenn sowieso das Dach gebaut wird, ja, dann ist es lukrativ, für den Hausbesitzer PV zu machen. Ja, das lohnt sich dicke. Da muss man ja auch nicht extra irgendwie Gerüste bauen oder Sicherungen machen. Ja. Das mit drauf zu bauen, das ist schon heute lukrativ. Im Moment Frau Nestle, für den selbstnutzenden Immobilieneigentümer, der selbst in seinem Haus wohnt, ja. Aber wir haben ja auch einen großen Mietwohnungsbestand. Wenn der Eigentümer nicht in seinem Haus wohnt, dann kann er den Strom im Haus nicht verbrauchen und dann muss er den loswerden und das kann er nicht. Von denen rede ich. Also genau, da sind wir jetzt wieder völlig d'accord, dass auch wir das Mieterstromprivileg viel unbürokratischer haben wollen. Ja? Also mein Traum ist, dass man einfach sagt, Volleinspeisung, die sich schon mal lohnt und dann noch 2,5 Cent, damit die Mieter auch was davon haben, 2 Cent für den Mieter, 1 Cent für den Vermieter, damit der es auch wirklich macht, ist immer noch günstiger als das Eigenstromprivileg für die Gesamtgesellschaft. Ja? Und man hat eine Sicherheit, dass man es macht. Ist aber egal, wie man es ganz konkret macht, ja. Auch für Mieter, auch auf Mietshäusern lohnt es sich heute schon. Also ich bin selbst hier irgendwie Schirmherrin von BEN, das ist die Bürgerenergiegenossenschaft Nord. Die machen genau solche Mieterstromprojekte, aber es ist halt höllisch kompliziert. Deswegen müssen da immer gleich solche Profis damit rein, weil man sonst einfach stolpert. Und da, in der Forderung sind wir 100% d'accord. Ja, es einfach machen, damit es sich auch einfach auch auf den Mietshäusern lohnt.
Und dann greift wieder, ja, dieser Punkt, wir sagen, ja, dann sollte es doch einfach Standard sein, dass Solar mit drauf gebaut wird. Wenn man das Dach schon anfasst, dann wird es sogar noch billiger, wenn man es einfach Standard ist und man es gar nicht mehr extra planen muss. Und wir fordern es auch ja gar nicht für alle Dächer. Ja, im Reetdachhaus geht es gar nicht, wenn das jetzt verschattet ist vom Baum. Ja, da würden wir nie sagen, da muss auch noch eine PV-Anlage drauf. Aber wir sagen, bei den Dächern, wo es schon heute lukrativ ist, ja, und da ist dann ein Wirtschaftlichkeitscheck drin, der aber bei fast allen Dächern Wirtschaftlichkeit grün angezeigt wird, also für die es wirtschaftlich ist, da soll es einfach standardmäßig mitgebaut werden. Ich glaube, das ist okay, ja, als Forderung in der Zeit, wo wir ja wirklich relativ schnell werden müssen, um unsere Klimaziele noch zu erreichen und wo vieles halt auch einfacher wird, wenn es einfach standardisiert abläuft. Herr Schmitz-Gretlein. Ja, ich wollte auch noch mal auf die Einzelhausbetrachtung gehen und auch ein bisschen den Eindruck entgegentreten, dass wir sozusagen jetzt rein Wasserstoff verbauen wollen. 90% unserer F&E-Investitionen laufen in die Wärmepumpe. Das macht, glaube ich, deutlich, dass es tatsächlich das Thema ist, auf das wir auch setzen. Wir glauben nur eben nicht, dass es das allein Seligmachende ist, so wenig wie wir glauben, dass Wasserstoff das allein nicht Seligmachende ist. Und natürlich ist es optimal, wenn man auf dem Dach PV-Strom erzeugt, den zum Zweifel speichert, in der Wärmepumpe einsetzt, vielleicht auch noch fürs Elektroauto. Das sind die schönsten Konzepte, völlig klar. Das funktioniert wahrscheinlich auch im überwiegenden Teil des Jahres. Es gibt aber Tage, an denen es nicht funktioniert. Ich glaube, für diese Momente muss man eine Lösung finden. Das kann Wasserstoff in der Stromerzeugung sein. Das kann auch dezentrale Lösungen, zum Beispiel im Quartier sein. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen offener rangehen. Das ist das, was ich sage, dass wir nicht nur auf einen Weg gucken, sondern die Weggabelung rechts und links auch vor dem Hintergrund, dass wir durchaus noch technologische Entwicklungen sehen, damit im Auge behalten. Aber völlig klar, die ideale Lösung ist die, die möglichst wenig Netz beansprucht, möglichst wenig System beansprucht. Wenn das dann auch einigermaßen wirtschaftlich ist, dann ist das eine feine Sache. Ehrlich gesagt natürlich auch für so ein Unternehmen wie das, das ich hier vertreten darf. Herr Dr. Tenge. Ja, den Punkt würde ich gerne aufgreifen. Ich habe ja hier an einer oder anderen Stelle auch gesagt, dass wir auch an den grünen Wasserstoff glauben im Wärmemarkt, aber das Wort auch ist mir hier sehr wichtig. Ich denke, ein breiter Energiemix ist hier die richtige Antwort auf die Herausforderung, die wir haben. Das Thema Wärmepumpe wird selbstverständlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir selber betreiben übrigens auch diverse Mieterstrommodelle und ich wünschte mir auch einfacher. Also ich würde sagen, da sind wir auch in einem Boot. Aber ich denke, wichtig ist natürlich, dass wir auch Infrastruktur nutzen, die wir haben. Jetzt kann man sagen, Gasnetz ist eine eigene Infrastruktur. Ja, Frau Nestler, aber diese Infrastruktur ist da, die steht da. Und ich kann Ihnen versichern, wir bauen wirklich sehr, sehr gerne Stromnetze, aber für das, was diskutiert wird im Rahmen eines All-Electric-Szenarios, also die Netze, das kann ich Ihnen garantieren, die sind nicht da. Also wir haben jetzt schon eine Grünstromquote in unserem Netz von rund 190%, also es fließt jetzt schon doppelt so viel Grünstrom durch unsere Netze, als das, was wir an Endenergieverbrauch abgeben. Und wir investieren natürlich immer gerne weiter und werden das auch tun, aber das sind eben dann zusätzliche Investitionen in neue Infrastruktur. Das machen wir sehr gerne, aber wir sind eben auch ein großer Fan davon, bestehende Infrastruktur zu nutzen, um den sozialen Aspekt der Energiewende, nämlich die Sozialverträglichkeit und die Akzeptanz, und ohne die Akzeptanz wird die Energiewende nicht gelingen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir das sehr ausgewogen und idealerweise im betriebswirtschaftlichen Optimum gestalten. Ja, Akzeptanz, das ist das Stichwort. Ja, es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Wir haben noch 2 Minuten, dann machen wir das jetzt noch. Ulrich Hinzen, Faser AG. Ich habe Ihnen jetzt eine Stunde zugehört, sehr aufmerksam, fand das auch sehr interessant, aber das Wort Solarthermie, Sonnenwärme ist nicht gefallen. Und das wundert mich allgemein, weil Sonnenwärme ist 3-mal so effizient wie Photovoltaik. Weder von der Politik noch von Experten, sorry, dass ich das sage. Sie stehen mit dem Rücken zur Sonnenwärme, aber Sie müssen es schon gespürt haben. Es ist ein bisschen was reingeschieden. Also eigentlich ist es eine hochentwickelte Technologie. Wir bauen Häuser, die bis zu 100% autark sind, ohne Probleme. Mehrfamilienhäuser mit 50-70% und auch Sanierung können wir bis 90% bieten. Das ist einfach nicht bekannt. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Also die gute Nachricht ist, das ist bekannt und mea culpa. Wir haben in der Tat wenig über Solarthermie heute gesprochen. Tolle Technologie, kann ich Sie nur unterstützen. Setzen wir auch selbstverständlich in allen Neubauprojekten ein. Auch hier kommt es auf die Mischung an. Solarthermie, PV, Wärmepumpe, dazu Wärmenetz der 5. Generation. Das ist das, was wir im Moment bauen in Lüneburg und anderswo. Also insofern, volle Zustimmung. Wollen Sie gerne noch einen Satz dazu? Ja. Also unter den Quellen, also gerade unter den Quellen der Umweltwärme, spielt natürlich Solarthermie eine wichtige Rolle. Soweit abgestuft habe ich das vorhin in meiner Systematik nicht. Und dazu im Grunde, wir haben das sehr genau verfolgt. Und es gibt jetzt ja auch noch den Kompromiss, dass es sehr, sehr effiziente
Kombinationstechnologien gibt, die dann also Solarthermie und Photovoltaik miteinander kombinieren können, die dann auch im Grunde technologisch zum Unterstützung beitragen. Also da wird sich noch viel tun und dort erleben wir gerade wirklich technologische Fortschritte. Das ist alles noch nicht im Grunde am Ende der Fahnenstange, sondern da gibt es weiter in den kommenden Jahren die Fortschritte, die sich auch zu berücksichtigen lohnt. Also im Grunde ist es die Quadratur des Kreises, wir müssen schnell machen und trotzdem müssen wir abwarten, wie sich auch die Technik, die Technologie entwickelt. Ich sage ganz herzlichen Dank, Ingrid Nestle, Sprecherin für Energiewirtschaft der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Professor Dr. Markus Krabis von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, Fabian Schmitz-Gretlein von Fissmann Climate Solutions SE und Dr. Stefan Tenge, Technikvorstand des Energieversorgers Avacan, Korn in Helmstedt und natürlich Dr. Kai Warnecke, Entschuldigung, Präsident von Haus und Grund in Deutschland. Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank. Und Ihnen auch herzlichen Dank.